Welches Genie hinter diesem Gebäude steckt, das zeige ich jetzt. Die Parkanlage rund um das Schloss Muskau ist ein heute grenzüberschreitendes Meisterwerk des grünen Fürsten Hermann von Pückler. Wir stehen hier in 35 Meter Höhe auf dem Schlossturm und haben hier einen schönen Rundblick über Pücklers Parkanlage, die sich über 800 Hektar erstreckt. Davon liegen zwei Drittel auf heute polnischer Seite. Eine Ausstellung im Schloss zeigt das vielseitige Leben des umtriebigen Fürsten. Wer war jetzt Pückler wirklich? Und wie hat er sich selbst gesehen? Ja, hier in dem Raum wird dargestellt, dass Pückler eigentlich nicht auf einen Punkt zu bringen ist. Deswegen haben wir ihn in verschiedene Persönlichkeiten aufgeschlüsselt. Militär, Schriftsteller, Reisender, Dandy und natürlich Gartenkünstler. Das Schloss Muskau war 1945 in Brand gesteckt worden und lag bis in die 1990er Jahre im Dornröschenschlaf. Pückler gibt es auch zum Vernaschen. Im Café König in der Nähe des Schlossparkeingangs verkosten wir hausgemachtes Pückler-Eis. Das Pückler-Eis ist ein halbgefrorenes Eis, was aus Schlagsahne hergestellt wird. Bei uns hat es drei Schichten und deswegen benutzen wir für die untere, für die weiße Schicht Kokosraspel geröstete und etwas Maraschino, deswegen ist dort ein leichtes bisschen Alkohol drin. Die rote Schicht besteht im Prinzip aus selbstgekochtem Erdbeermark. Und die braune Schicht ist bei uns aus Kakao, ein Sirup gekocht und der wird dann unter die Schlagsahne gehoben. Und das Eis ist offensichtlich so bunt, wie der Herr Pückler war. Angeblich hat es ein Berliner Konditor erfunden und zu Ehren des Herrn Pückler nach ihm benannt, obwohl es der Pückler nicht wollte. Alleine das ist eine Reise wert.